Wenn es von Nutzen ist. Also Bolzen und der Zauber. Fünf Heiltränke. Geld. Das hier sieht nach Privatgemächern fast aus. Eine Nachricht. Dies ist eine einfache Notiz in einer zierlichen Handschrift. Lieber Bernivar, macht euch keine Sorgen wegen des Diebes. Wenn er Komplize hat, werden die schon bald aus ihren Schlupflöchern kriechen. Was den Dieb selbst betrifft, nun die geisterhaften Hafenspieler werden ihn aus dem Fluch entlassen, sobald sie der Meinung sind, er habe seine Lektion gelernt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können wir nur hoffen, dass er sich gut an den Geschmack vom Vogelfutter gewöhnt hat, nicht wahr? Alles Gute, Tee. Also ja, wir konnten daraus lesen. Dass Montaron wohl in einen Vogel verwandelt wurde. Ja, von den Hafnern das Kleingeld klauen. Beziehungsweise Talisa ist eine Hafnerin. Okay, wo geht's da hoch? Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Da können wir noch nicht hochgucken, weil ich glaube, dazu müssen wir die anderen mitnehmen. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Und ich weiß gerade nicht, ob das geht oder ob sie angegriffen werden im Augenblick. Eine große Herausforderung. Nö, solange Yahira bei ihnen ist. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ich bin bereit, ganz meine Meinung. Geht das? Und ja, der Vogelkäfig. Erstmal etwas Geld abstauben. Eine Truhe ist. Ihr seid zu weit entfernt, um das zu benutzen. Eine Truhe hat eine Falle. So. Ihr seht einen kleinen Vogel, der durch die Zweige im Vogelhaus schwirrt. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn wohl fangen. Es ist erstaunlich leicht, den Vogel zu fangen. Ihr wollt nach ihm greifen und der Vogel fliegt direkt auf eure Hand zu, um sich dort niederzulassen. Ja. Nach dem, was die geisterhaften Hafenspieler gesagt haben, ist dieser Vogel der arme Kerl, der einst unter dem Namen Montaron bekannt war. Zar sucht nach ihm. Mhm. Ihr braucht meinen Rat. Leichtfüßig und so. Schloss konnte nicht geöffnet werden. Ja, sehr schön. Schleuderkugeln und Geld, das ist schon mal nicht schlecht. Wo soll ich in was immer ihr benötigt? Ich erledige es gut. Und ja, so pompöse Hafner kann man gut beklauen. Würden sie ihre Truhe nicht so gut absperren? Ihr müsst eure Gruppe erst. Was gibt's ganz oben? Ach, nur den Ausgang. Die zugemauerte Wand hier sieht aber verdächtig aus. Hier können wir wahrscheinlich unten wieder rein, oder? Ja, hier können wir auf der Seite wieder rein. Ich war keine große Herausforderung. Hey, die Touristen lieben das.
Ich kann nicht so, du bleibst einfach mal hier. Oh, da hat sich's ja fast schon gelohnt. Und ja, mit den beiden Heiltränken können wir den eins angebrochenen Stack auffüllen. So, Schleuderkugeln für Aerie. Fragt nur, was immer. Wenn ihr es wollt. Dann gucken wir noch, wo wir hier raus können. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Ja, wir kommen hier raus. Natürlich. Wow, und sind hier irgendwo hier oben. Also ja. Gut. Wenn es das ist, was ihr wollt. Dann bringen wir Monteron mal zu Xar zurück. Ist nicht mehr lange hin. Noch 50.000 Erfahrungspunkte für Talisa. Ihr müsst eure Gruppe erst. Euer Wunsch ist mein Begehr. Dumm. Was bist du für einer? Ikat. Keine große Herausforderung. Warst du schon immer da oder ist es jetzt schon morgen? Ah, ich glaube, es wird langsam morgen. Gute Geschäfte, meine Fürstin. Ikat heißt euch willkommen in seinem bescheidenen Niederlassung. Ihr seid neu im Hafenviertel, oder? Darf ich euch nach eurem Namen fragen? Ich heiße Talisa. Seid gegrüßt, Talisa, und eine Perle für euch. Mein ärmliches Geschäft wird euch wenig bieten können, aber ihr könnt euch gerne umsehen, wenn ihr wünscht. Die beenden sich im Hafenviertel. Ich habe eine Frage zu freuen. Zeigt mir, was ihr zu bieten habt. Ja, nur normales Zeugen, Schriftrollenbehälter, ein paar Heiltränke, Heldentränke. Nichts, was wir brauchen können. So, wir haben Monteron. Ihr seid also zurück. Kann ich davon ausgehen, dass ihr ein bisschen erfolgreich erledigt habt? Oder bin ich nur das Ziel aufreibender sozialen Umgangsform? Ja, ich habe herausgefunden, was mit ihm passiert ist. Er wurde in einen Vogel verwandelt, den ich hier bei mir habe. Endlich wird Monteron zu mir zurückgebracht. Das sind hervorragende Neuigkeiten. Besonders da ein paar Idioten in mein Laboratorium eingebrochen sind und alle meine Schöpfungen abgeschlachtet haben. Oh, das war Xars Labor. Es scheint, dass auch meine beiden Lehrlinge, ermordet haben. Bah. Es wird meine Arbeit um Ewigkeiten zurückwerfen. Wie ärgerlich. Ehe ich euch belohne, werde ich Monty in seine ursprüngliche Gestalt zurückverwandeln, nur um sicherzugehen, dass sie nicht lügt. Monty muss etwas Interessantes zu erzählen haben. Eure Stimme ist Ambrosia. Was zum? Ihr seid nicht Monteron. Xar stirbt. Lucette. Und Tod kommt auf den Gesangesflügeln, Gesang von langem gewundenen Arg. Und an dem End eurer Ende ich wende. Und an dem End tönt lächelnd die Harf. Was so weiß in der Welt geht hier vor, ihr seid nicht sein Spion. Runter mit eurer Waffe oder ich sehe mich gezwungen, etwas zu tun. Was ich erfange, zu erfahren, was hier geschehen ist. Ich hab's gewusst, das Ding war getürkt. Was ist geschehen? Meine Klinge in seinem Fell sollte euch als Antwort genügen. Hier habe ich sein schutzloses Herz mit einem magischen Gift gestreift. Ich habe keinen Streit mit euch. Wir haben den Weg schwierig gestaltet, aber nicht so, dass man ihn nicht hätte erkennen können. Und am Ende ist dieser Narr umgekommen, so wie es sein sollte. Was hat er verbrochen? Welche Erklärung steckt hinter diesem Mord? Mörder, ihr werdet dafür bezahlen. Hättet ihr mir in dieser Sache nicht trauen können? Ich habe einen Hafner in meiner Gruppe, um Himmels Willen. Was steckt hinter diesem Mord? Ist es euch nicht eigenartig vorgekommen? Er hat die Hafner ausspioniert, eine Tatsache, die euch hätte an seinem Bündnis zweifeln lassen müssen. Wir mögen ja nicht gewusst haben, was er ist, aber wir schon. Ein Nekromant im Dienste der Zentarien, der Abscheulichkeiten erschafft, um sie dann an die Meistbietenden zu verschachern. Weit ab von ihrer normalen Umgebung, aber kein unerwarteter Feind. Immer sitzt die Zentarien. Oder die Zar-Magier.
Mit einem solch auffälligen Benehmen könnte er sich lange im Verborgenen aufhalten und wir haben schnell von ihm erfahren. Ihr habt lediglich als Helfer des Unverbrechlichen gedient, so dass ihr jetzt frei seid. Ihr habt uns gut gedient, wenn auch unwissentlich, und eure Zustimmung, ihm behilflich zu sein, sei vergessen. Das Amulett ist wertlos, die Gesegneten tragen nur das Abzeichen der Hafner. Hinfort, ich hoffe, dass eure nächste Zusammentreffen mit den Hafnern freundlicher ausfallen. Meine eigenen Hafnerbrüder haben uns benutzt. Ich hätte es ahnen müssen. Die auffälligen Halsbänder, die Einladung. Ach, was soll's. Wenn Zar das getan hat, wovon sie sprachen, ist ihm nur ein wohlverdientes Schicksal zuteil geworden. Ich warte. Ja. Er hat auf jeden Fall wieder ziemlich viel Geschmeide dabei. Er hat eine gute Stabschleuder dabei. Ein paar Zauber. Das war's auch schon. Grüß dich. Meronia, ich möchte gerne mit euch sprechen hier. Hört euch bitte aufmerksam an, was ich sage. Ich tue das nicht gern. Kenne ich euch einfach? Gibt es einen Grund, warum ihr mich so unhöflich behandelt? Ich kann kein Kleingeld erübrigen, wenn ihr darauf hinaus wollt. Bezaubert, wie ihr mir das gesagt habt. Wie man mir gesagt hat. Nein, ja, hier, ich will nur eure Aufmerksamkeit. Ihr sollt folgen, während ich führe. Kommt, wir müssen gehen. Ich befolge doch nicht die Befehle eines Fremden. Wer seid ihr? Ihr kennt mich ebenso gut, wie ihr euch selbst kennen solltet. Wir sind ein und dieselbe Person. Ich trage die Nadel, die unseren Namen zeigt. Lasst nicht zu, dass euch eure Augen täuschen, wenn ihr dieses Schmuckstück mustert. Ich verstehe jetzt. Wenn ihr mir einen Augenblick lang Zeit gebt, werde ich tun, was zu tun ist. Verabschiedet euch rasch, ihr werdet nicht so lange weg sein. Was geht hier vor, Yahira? Ich brauche euch hier in der Gruppe. Ich habe noch andere Verpflichtungen, um die muss ich mich jetzt kümmern. Macht euch keine Sorgen, ich werde rasch zurückkehren und ihr kommt sicher bis dahin ohne mich klar. Zur Hafnerfeste zitiert, okay. Jetzt erstmal Level abmachen. Stufe aufsteigen. Ergebnis aufgestiegen. Rettungswürfe haben sich alle verbessert. ETW um 1 reduziert. Nur 2 zusätzliche Trefferpunkte. Ja. Nein. Muss ich mich nochmal durch alles schnell durchklicken. Stört euch irgendetwas? Ja, hier ist der Vogel, bla bla bla. Eure Stimme ist Ambrosia. So, Monxa stirbt. Was ist hier geschehen? Was steckt hinter diesem Mord? Bla bla bla. So. Jetzt nochmal kurz ein Quick Save. Na, okay. Gut. Beim Zirkus habe ich nie viel von den Städten gesehen. Sind sie alle so voller Leute wie diese hier? Ich warte. Dann sacken wir mal schnell ein, was Xar dabei hat. Ja, hier hat das Hafner-Amulett abgelegt. Ja gut, aber sie hat ja anderes ganzes Zeug noch. So, jetzt Quicksave. Stufe aufsteigen. Okay, wir kriegen nur 2 Trefferpunkte, womit ich aber einverstanden bin. Wir haben ja schon ziemlich viele. Und 2 neue Zauber. Heilige Macht. Er hätte eine Stärke, ja, auch dann, wenn die Stärke höher ist, das bringt mir nicht viel.
Schutz vor Lebenskraftentzug, das wäre nicht schlecht. Vergiften. Mantel der Furcht. Schutz vor Lebenskraftentzug. Gift neutralisieren. Nochmal eine geringe Genesung vielleicht. Schutz vor Blitzen. Handlungsfreiheit, nö. Nehmen wir nochmal einen Schutz vor dem Bösen. Und hier. Flammenschlag, den sollte ich auch irgendwann mal benutzen. Kritische Wunden verursachen, Tote erwecken. Gerechte Magie. Prima-Punkt je Stufe, ein Stärkenpunkt je 3 Stufen. Wenn ich den maximalen Schaden habe, Einnahme ist oder der Zauber. Okay, gerechte Magie wird einmal reingenommen. So, jetzt wird aber gespeichert. LP 014. Und dann sehen wir uns gleich wieder.